Bums, da sind wir wieder. Einen Meter weiter gefahren und da sind wir schon wieder. So, wo ist jetzt hier? Overlook Parking. Scheiß auf Overlook Parking, kostet eh wieder ein Fuffi. Also Presidigo. Was? Was ist das denn da Schönes? Hier irgendein scheiß Fußballfeld. Scheiß Fußballfeld! Das ist groß. Voll Glosse. Voll Glosse, Glücke. Das hast du mit deiner Kamera gemacht. Erst noch mal drauf genießt. Wieso? Guck mal hier. Da sind überall da rotz ich drauf. Da sind überall so Tröpfchen drauf. Nee, ich sabber ja viel. Hier ist der Lincoln Boulevard. Also Ecke Merchant Road. Zu Golden, oder? Ja. Wieso fahren die alle links? Weil die alle doof sind. Sicher? Die wollen uns verarschen. Also einer hier so ein Schild gedreht, den Fall gedreht oder so. Ein Bulle! Da ist ein Polizist. Ja, fahr schön vor mit deiner Bridge Patrol. Alter, ja. Die haben echt eine eigene. Ja, gut, klar. Wenn die schon Telefone da stehen haben. Da ist einer gestorben. Schuhe auf der Leitung. Und die Seele wird weiter über die Straße ran. Da! Kommt denn hier jetzt mal was? Da ist er. Was machen wir denn jetzt? Jetzt fahren wir hier unter der Straße durch und dann fahren wir auf die Straße da oben gleich drauf. Der Bridge Patrol Officer fühlt sich hoffentlich nicht gleich angefuckt, wenn ich den filme. Links abbiegen in den Wüste Access, dann links abbiegen. Wir haben nämlich auf unserer Tour schon so einige Bullen gefragt, ob die nicht mal Bock hätten, irgendwie für uns das Intro zu sprechen oder so. Aber die waren alle dran, nee, dürfen wir nicht, ist verboten. Links abbiegen in den Merchant Road, dann auf Einfahrt vorausfahren. Gut, dass hier nicht so voll ist. Pregnant, need help. Dieb, 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 dieb. Gibt's da einen Shop? Da kommt der Touribus. Gibt's da einen Shop oder was? So einen Golden Gate Bus Shop? Ja, natürlich, hast du denn gedacht? Auf der rechten Seite Richtung Golden Gate Bridge. Als Richtung Golden Gate Bridge, da kann die aussprechen, dass das gehört. Da kannst du zahlen. No toll. Slow to 25 Meilen. Das heißt, ich zahle einen Scheiß. Ich fahr 15 Meilen. Was meinst du, als wir in Alcatraz waren, was du da alles für eine Scheiße in dem Shop kaufen konntest? Ja, wenn du nicht willst, was Pech gehabt. Auf zu diskutieren da. Fahren Sie 1,9 Meilen, dann nehmen Sie die Einfahrt auf der rechten Seite Richtung Alexander Avenue. Avenue? Avenue. Jawohl, nö, der hinter mir ist mal extrem dreist rausgezogen. Hier kannst du auch gar keinen Selbstmord begehen. Ist ja alles voll. Das Schöne ist, man sieht hier auch nichts, weil. Ne? Alter! No U-Turn. Warum das denn nicht? Da ist ein Telefon. Da ist Alcatraz. Ja, da hinten ist Alcatraz. Vielleicht kann man das. Kann man das erkennen. Da bin ich gewesen. Aber da dürfte, ich glaube, das letzte Bötchen fährt von Alcatraz um 4:30 schon wieder weg. Also ich glaube, so um 3 oder irgendwie um 2:30, irgendwie um die Zeit fährt das letzte. Weiß ich nicht mehr genau. Das Problem ist, dass wir in Los Angeles einen Tag verloren haben. Und daher, den jetzt irgendwie wieder aufholen müssen. Wir hatten eigentlich einen Tag in San Francisco geplant, was wir jetzt leider nicht schaffen. Ist halt leider so. Ja. Ich habe mal so eine Reportage gesehen, wo die da hochrennen mussten. Wie hoch? Da bist du da oben hin und dann zum. Ach so, zum Warten oder so? Ja, die wird ja andauernd angepinselt mit Rostschutz und Gedöns. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann, aber die Trägerkabel, wie dick die sind. Ja, alle 10 Meter hängen. Kann ja mal das Kabel zeigen, wie dick das ist. Füße hoch, ey. So, einmal im Leben über die Golden Gate Bridge gefahren. Check! Tsching!
Also das ist was, dann hierfür hätte ich ohne Scheiß. Anstatt für 70 Mile Drive oder hier das, die 30 Dollar fürs Marine Bay Aquarium, hierfür hätte ich 10 Dollar bezahlt, damit die die Scheiße instand halten. Nach 0,3 und weil das ist ja schon fast wie ein Wahrzeichen. Also, hätte man die Fresse. Wo fahren wir jetzt überhaupt hin? Ja, die dreht, glaube ich, gerade wieder, weil wir den Punkt, wo wir hin wollten, schon lange überschritten haben. Ja. Nehmen Sie die Einfahrt auf der rechten Seite Richtung Alexander Avenue, dann links halten. Ich fahre einfach mal. Fahr du mal. Links halten Richtung US 101. The Redwood Highway. Neuberechnung. Ticket und Ticket. Aber links ist ein bisschen voll. Ja. Weil es wahrscheinlich begehrter, darüber so rüber zu fahren. Weil da hat man noch die Skyline von Frisco am Start. Oh, die haben wir jetzt auch. Moment, jetzt wird laut. Ups. Nach 0,5 Meilen nehmen Sie die Ausfahrt auf der rechten Seite Richtung Spencer an. Ja, sollen wir nicht mal gucken, wo wir jetzt gleich hinfahren? Ja, ich würde sagen, wir verabschieden uns hier jetzt erstmal. Wenn jetzt noch irgendwie was Tolles kommt, hauen wir noch ein Video raus, aber ich vermute mal nicht. Sausalito! Oh, guck mal, rechts. Population Limit 7500. Nehmen Sie die Ausfahrt auf der rechten Seite Richtung Spencer AW. Spencer! Spencer. Hallo, Spencer. Hallo. Kennst du ihn noch? Ja. Der gute Bud Spencer, ey. Frech fahre ich raus hier, frech. Ja, ohne zu blinken. Krieger fährt wieder letzte Sack. Hörst du den Blinker nicht? Fahren Sie 0,2 Meilen, dann links abbiegen Richtung San Francisco. Ich auch, du durft. Er fährst jetzt direkt wieder, fahr mal in die Spencer Avenue. Ja. Wollst, da geht ein bisschen runter. Uiuiui. Neuberechnung. Ui. Ja, genau sowas wollte ich immer haben hier. Alter. Lass mal rollen. Ah, nee, was ist denn schön hier? Ne, scheiß die Wand dann, Elfriede. Da könnte ein Stoppschild. Ja gut, dann die hat auf eine Straße schreiben und ein Schild machen für Stoppschild. Das ist gut. Bei hier ein Häuschen kostet aber auch Schotter. Wo fahren wir denn gerade hin? Wir fahren mal runter. Okay. Okay. Stopp! Wow. Ach, hinter uns haben wir einen, das sicher. Nach 0,1 Meilen rechts abbiegen in halt die Fresse. Dann rechts abbiegen. Warum darf man hier nicht schnell fahren? Ja, klar. Also weil wir gerade zwei Spuren einnehmen. Ich finde. Ja, weil die rechts parken. Rechts abbiegen in die Prospect Avenue, dann rechts abbiegen. Ich will runter. Ich fahre jetzt also nicht hier weit. Eigentlich müssen wir gleich dann noch filmen. Eigentlich hier hochgemusst. Dann machen wir dann gleich einen Cut. Wie Krieger nämlich dann wieder hochfährt. Da zeigen wir euch auf jeden Fall auch noch. Warum? Ja, wird bestimmt super. Du fährst gleich hoch. Ich bin noch gestern schon die schöne Strecke. Ich fahre gerne hoch. Okay. Von mir aus. Weil so kurvige Straßen sind natürlich eigentlich viel geiler, als mit 200 über die scheiß Autobahn zu brettern. Definitiv. Ich bieg links ab. Ja, na, wie gesagt, rechts. Ich bieg links ab. Ja, Spencer Avenue. Mit meinem Commander Grid. Ah, so, jetzt sind wir auf den Asiaten. Jawohl. Alter. Ihr willst aber auch nicht mit dem Fahrrad hochfahren. Ich würde ja auch mit dem Fahrrad nicht runterfahren wollen. Ey, wenn hier immer was Größeres entgegenkommt, einen schönen guten Tag. Keine Durchgangsstraße. Not the Through Street. Links abbiegen in die Spencer Avenue, dann links abbiegen. Hm. Ja, muss ich rechts abbiegen. Aber wenn du da runter willst, könntest du auch
Kann man da runterfahren? Ne, das ist nur ein Fußgängerweg oder so, ne? Neighborhood Crime Watch, also weißt du schon wieder genau, was dich hier erwartet. Der guckt doch ja, schon. Also die haben wahrscheinlich einfach den ganzen Tag nichts zu tun. Irgendwann gründen die so eine Bürgerwehr und knüppeln alles weg. Das ging da runter. Was die nicht kennen. Krass. Da ging es runter. Ja, aber das war nur ein Fußgängerweg. Rechts abbiegen in die Santa Rosa Avenue, dann rechts abbiegen. Krieger ist überfordert. Da lang. Alter. Runter ist immer gut. Ey! 15! 15! Hallo! Ah, der fuhr aber 15. Ja, Hupen voraus. Kannst direkt von oben reinfahren. Rechts halten in die Harrison. Oh, Spielverderberin. Wollte keine Hupen im YouTube-Video sehen. So, rechts vor links. Hatte ich ein Stoppschild? Nee. Nee, ich hab keins. Hatte ich ein Stoppschild? Ja, mich hat das gewundert. Überall waren da Stoppschilder drauf. Boah, Alter, wenn ich hier hochlatsche, musst du, bist doch fertig, ey. Können wir nachher mal fragen, ob wir die Leute, die hier hochlatschen, mitnehmen. In Alcatraz ist es auch so. Da läuft man auch von unten vom Bootsanlegeplatz bis oben zum Gefängnis, muss man auch so eine Straße hochlatschen. Für Handicap-People oder alte Leute gibt es dann so ein Shuttle-Ding. Aber da bist du auch rechts gut am Schnaufen, wenn du oben ankommst. Alter. Bums, wir sind unten. Tada! So, jetzt fahren wir wieder hoch, oder? Jetzt gehen wir erstmal. Geradeaus auf dem Parkplatz. Geradeaus auf dem Parkplatz? Ja, genau. Hier erstmal reinkommen, ist das mir schon die Scheiße. Komm hier, dann lass mich doch rein. Kommst du Lappen, ey. So, wo müssen wir denn hin? Wie, wo müssen wir denn hin? Mancoda? Modesto. Nee. Modesto, auch gut. Sag ich doch. Verstehe ich nicht. Hier parken wir erstmal. Auf der Bike Lane? Nein. Da war ein Parkplatzhase. Oh, das will ich jetzt sehen. Einparken mit dem Romana. Ja, einparken mit dem Toro. Die Lücke war echt groß genug. Klar ist die Lücke groß genug. Ich hab die überhaupt nicht gesehen. Aber da ist doch schon super hier. Ja. Ja. Boah, du bist auch schon mal um Schiff gefahren, ey. So, wir sind raus. Ja, im wahrsten Sinne. Da ist eine Maus. Aussteigen. Tschüssi.